Hallo und herzlich willkommen hier bei Strike, dem Zentralorgan für Stand-Up-Fighting und Backenballett. Tja, einer der kältesten April seit Beginn der Temperaturaufzeichnung neigt sich dem Ende entgegen und passenderweise haben wir ein richtig cooles Programm. So schauen wir im Striker der Woche auf Meriem Uslu. Mit Tobi Gerold reden wir über King of Kings Classic No. 6. Und Bernard Kaplan gibt uns sein Recap auf die Punch-It Newcomer Challenge. Also, wie gewohnt bei uns, ein bunter Strauß verschiedener Themen hier im Stand-Up-Fighting und wir legen auch direkt los. Strike. Für verdiente Raufbolde des Volkes haben wir hier bei Strike eine ganz eigene Rubrik, den Striker der Woche. In dieser Woche schauen wir in den hohen Norden und beleuchten dort eine junge Dame, die über viele, viele Jahre das deutsche Kickboxen mitgeprägt hat. Meine Damen und Herren, Meriem Uslu. Strike. Meriem Uslu! Nur 1,63 Meter und trotzdem eine Grande Dame des deutschen Kampfsports. Ganz klar, die Rede ist von Meriem Uslu. Die 34-Jährige aus dem Excite Gym ist seit sage und schreibe 2004 aktiv und konnte schon als Amateurin 44 ihrer 47 Kämpfe für sich entscheiden. Der Blue Corner! Dabei ist die von Lutz Burmeister trainierte Deutsche nicht nur im K1, sondern auch im Muay Thai sehr erfolgreich und dazu ein echtes Fleißbienchen. 86 Kämpfe stehen in ihrer Profikarriere bislang zu Buche, 71 davon konnte sie gewinnen und dabei den Trophäenschrank tüchtig füllen. Weltmeisterin nach Version von IMC, WLF, WKN und WKF. Tja, Meriem Uslu hat förmlich in jeder Buchstabenkombination ihre Visitenkarte abgeben können und da hatte das Who is Who des Kickboxens vor den Fäusten. Und nicht nur das, auch beim Branchenprimus Glory war Uslu im Einsatz und musste sich 2017 im Titelkampf Championess Tiffany van Soest erst in Runde 4 geschlagen geben. Meriem kommt immer wieder gut durch, genau wie hier mit der Linken an den Kopf von Patricia. Nach einer längeren Pause war Uslu zuletzt auch wieder in Deutschland bei Get in the Ring im Einsatz, wo sie ja bereits fest zum Inventar gehört. Bleibt zu hoffen, dass eine der ganz Großen dem Kampfsport noch lange erhalten bleibt. Meriem Uslu, unser Striker der Woche. Meriem Uslu! Strike. Wir hatten es ja freudentrunken schon verkündet. King of Kings befindet sich nun im Portfolio von Fight24 und wir freuen uns diebisch, euch da richtig gutes Kickboxen zeigen zu können. Am Samstag war es dann soweit. King of Kings Classic No. 6. Mehr als 5 Stunden richtig knackige Action gab es da aus Litauen zu bestaunen. Für uns also auch unter der Prämisse, dass es einen deutschen Teilnehmer gab. Grund genug, da noch mal ein bisschen genauer drauf zu schauen und euch ein bisschen diese Serie näher zu bringen. Also, Manege frei für King of Kings. Strike. Damit ich mit meiner Analyse nicht ganz alleine dastehe, habe ich mir natürlich prominente Unterstützung geholt. Tobi Gerold, liebe Grüße ins Rhein-Main-Gebiet. Ja, hallo Lars und liebe Grüße zurück nach München. Besten Dank. Also, ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt. King of Kings, Classic No. 6 aus Litauen. Am Samstag 5 Stunden pickepackevolle Action. Wie hast du es erlebt? Toll. Also ich fand es klasse. Die haben das super aufgezogen. Nicht irgendwie auch an Licht und so gespart, sondern einen schönen Walk-in gehabt. So wie wenn es eben ein richtiger King of Kings Event wäre mit Zuschauern. Nur, dass halt eben leider keine da waren. Ich fand es klasse.
Ja, aber das setzt schon so ein bisschen die Benchmark für Zukünftiges. Wir wollen uns heute mal drei Kämpfe von der Maincard angucken und wir beginnen zunächst, auch in chronologischer Reihenfolge, mit dem Kampf von unserem Armin Riedel. Armin vom Atrium Gym in Hamburg am Start. Das war ein Rematch gegen Gustas Dimsa. Und wir gucken mal drauf. Im ersten Gefecht gab es da eine Niederlage für den 18-jährigen Youngster aus Hamburg. Angetreten war, um es besser zu machen dieses Mal. Tobi, erzähl uns kurz, wie hat er sich geschlagen? Also ich finde, er hat sich sehr gut geschlagen. Und du hast es auch gerade gesagt, er ist 18 Jahre alt. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Der ist noch voll in seiner Entwicklung, steckt da drin. Es hat zwar nicht gereicht, aber ich finde trotzdem, er hat eine wirklich pavoröse Vorstellung abgeliefert. Ja, absolut. Also 18 Jahre kann sich dort auf diesem Level bereits beweisen, Erfahrung sammeln. Da ist es nicht angezeigt, jetzt allzu streng auf den Kampfrekord zu gucken, dort eben in den Ring zu steigen. Da gehört schon ein bisschen was dazu. Wir hatten ihn ja letzte Woche bei Strike auch in einem kleinen Spotlight, haben ihn so ein bisschen näher beleuchtet und ich glaube, von dem werden wir in Zukunft noch eine Menge sehen. Ich glaube, der ist auch wirklich gefestigt. Ich hatte mit seinem Trainer Danny Knoch kurz gesprochen, der sagte, ja, er war nicht so richtig locker, hat nicht so richtig reingefunden, wie er sich selbst vorgestellt hat, aber das gehört in dem Alter dazu. Wir bleiben dran und drücken Armin für die nächsten Aufgaben für ihn alle verfügbaren Daumen. Gucken wir auf den nächsten Kampf, das war dann schon Co-Main-Event von KOK. Dennis Mickiewicz gegen Dominikas Dirksis und ja, der Dirksis, der hat Entertainment im Blut. Ja, für manche einen war das schon so ein bisschen zu viel, ne? So ein bisschen Showboating provozieren, ein bisschen Show-Einlagen. Ja, das war schon ein bisschen des Guten zu viel, aber Show gehört dazu, aber ich finde, da muss auch ein bisschen was kommen und für die Show, die abgezogen hat, da hat die Leistung noch nicht so ganz gepasst. Also insgesamt hat er da aber wirklich so vom Portfolio her so ziemlich alles rausgetan, was da war. Wir sehen es hier schon so ein bisschen in der weißen Hose. Dirks ist da mit ganz vielen Knien gearbeitet, immer wieder die spektakuläre Aktion gesucht, hat am Ende die Kampfrichter überzeugt. Ich bin mal gespannt. Also klar, das ist immer so eine ganz spezielle Geschichte, eben ist mit einem eigenen Rap-Song eingelaufen und auch wie gesagt, während des Kampfes immer mal wieder, man könnte fast sagen, despektierlich Mätzchen gemacht. Aber wir kennen das von anderen kleinen aufstrebenden Promotions wie der UFC. Ja, da gehört das manchmal mit zur Tagesordnung. Sind wir mal gespannt, wo die Reise für Dominikas Dirksis hingeht. Und wenn wir aber gerade bei dem Thema sind, Showman, Entertainment, Mätzchen machen etc., dann sind wir perfekt beim Main Event. Und der englische Kommentator von King of Kings, Daniel Austin, der hatte gesagt, du kannst aktuell nicht über King of Kings reden, ohne Rimkus zu erwähnen. Dovidas, ja. Rimkus, der bestreitet das Main Event. Sehr, sehr interessante Frisur, wir werden es gleich sehen. Rimkenso, so sein Kampfname. Unheimlich polarisierend, aber auch einer, der, wie wir jetzt gleich sehen werden, und jetzt lassen wir mal das Video ablaufen, tatsächlich dann richtig steigt. Er verteilt zunächst, hier sehen wir ihn, also sehr schicker Haschit, er verteilt halt Weihwasser. Er kommt da im Gewand eines Popen, verteilt Weihwasser und dann hier, ja, wir sehen es halt so ein bisschen, wie er sich da bewegt, dann ist es schon fast so ein bisschen Sitcom. Und jetzt werden wir es aber gleich sehen, der stellt Checks aus, die sind gedeckt. Ja, aber eben, wenn du eben genau hingesehen hast, die Backfist von Daniel Schott, die war ja auch, war schon ziemlich gefährlich. Und ich will nicht sagen, dass er hat den Schlag gewollt, die Rechte so ins Ziel zu bringen beim Polen. Aber ich will nicht sagen, dass es jetzt wirklich so zu 100% wirklich genau, er hat das Ding rausgelassen, ja. Aber das war auch so ein bisschen dieser eine Treffer halt. Ja, also Daniel Schott, ja kein Unbekannter, zuletzt bei der Elite Fight Night Nummer 2 in Berlin im Einsatz, kämpfte dort gegen Adam Kösker, konnte diesen in einer Zusatzrunde in einem sehr, sehr engen und spannenden Fight besiegen. Das ist keine Laufkundschaft und wir haben es doch gerade gesehen, also wenn Rimkus dann feiert, dann geht der richtig steil. Das Lustige war, dass er dann wenige Minuten nach seiner Jubelarie dann aber wirklich ganz ruhig auch beim Interview stand und sagte so, die ganzen Emotionen sind jetzt raus und jetzt bin ich wieder ganz normal. Gibt es solche Typen, du hast das ja jahrelang im Ring auch erlebt, gibt es solche Typen, die im Ring ganz andere wirklich Charakteristika an den Tag legen, als sie das ansonsten im normalen Leben haben? Ja, auf jeden Fall.
Die gibt es natürlich. Ich meine, je nachdem, was für einen Kampf du hast, dann stehst du natürlich auch unter Druck. Da ist so viel, ja, da werden dann nach dem Kampf dann auch so viele Endorphine freigesetzt. Da gehst du einfach ab wie Schmidts Katze und musst es irgendwie rauslassen. Rimkus hat sich für diese Variante entschieden. Auch so eine Art Schneeengel ohne Schnee im Ring. Ja, aber so Leute gibt es wirklich. Also, das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, also auch Ringus, um das nochmal so ein bisschen rund zu machen, irgendwie einer seiner Sponsoren, so ein Sextoy-Hersteller und eines quasi ein Produkt aus dessen Portfolio überreichte er dann auch zuletzt einem Gegner. Das ist dann schon hart an der Geschmackssache. Wir werden den jungen Mann auf alle Fälle weiter begleiten. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten King of Kings-Veranstaltungen. Sicherlich du mit. Ich glaube, bei einer der nächsten bist du auch als Kommentator für uns am Start. Da freue ich mich jetzt schon. Und wer jetzt aktuell auf den Geschmack gekommen ist, auf Armin Riedel, auf Dominikas Dirksis oder auch auf Kenzo Dovidas Rimkus. Dem sei unser Archiv anempfohlen. Alle Kämpfe von King of Kings Classic Number 6 stehen on demand zur Verfügung. Tobi, Entschuldigung, an dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Expertise. Liebe Grüße ins Rhein-Main-Gebiet und dann auf bald. Sehr gerne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Strike. Am letzten Samstag ging es in Rathenow im Brandenburgischen ordentlich zur Sache. Nicht nur, dass Coco Atti bei Day of Destruction seiner Titelsammlung einen weiteren Pokal hinzufügen konnte, nein, es gab auch die Punch It Newcomer Challenge. Und die wollen wir jetzt näher beleuchten, uns mal so ein bisschen angucken, was sich dahinter verbirgt. Und das machen wir in unserer Recap mit Bernard Kaplan. Strike. So, und da begrüße ich ihn auch, den Stolz Frankens. Bernhard, ich grüße dich. Hey, grüß dich, Lars, Servus, was geht? Ja, du soweit, alles gut. Ich hoffe, das ist bei dir genauso und du ziehst zunächst mal ein ganz positives Fazit vom 24.04. Erzähl mal, ich habe es gerade schon so ein bisschen anmoderiert. Punch It Newcomer Challenge, was verbirgt sich dahinter? Du, wir haben 20 Grad hier in Bamberg, wo ich gerade bin. Das war auch am Wochenende strahlender Sonnenschein. Peter Weiß hat zusammen mit Ralf Stege im Prinzip so ein Kooperationsevent gemacht, Day of Destruction und auf der Fight Card die Punch It Newcomer Challenge. Punch It Newcomer Challenge, kurz erklärt, ist ein Vier-Mann-Turnier für Newcomer. Der Sieger gewinnt 2 Wochen Trainingslager auf Koh Samui bei Punch It, inklusive Hotelzimmer und einen bezahlten Fight in Pat Banchar Stadium. So, das heißt also für alle Muay Thai-Gourmets, das ist schon was aus der Feinkostabteilung, ne? Ich denke schon, also wir haben das 2019 ins Leben gerufen, um neue, jüngere Leute mal zu finden, die vielleicht nicht so viel Fights hatten, die vielleicht nicht in Thailand waren, die noch nie auch da auch gekämpft, also dann nicht gekämpft haben. Und anstatt Geld als erster Anreiz, haben wir eben mit Punchit, das Punchit Gym in Koh Samui, einen Sponsor gefunden, der das Konzept, dem das Konzept gut gefiel, dass man eben Trainingswochen gewinnt. Und also die eigene Anreise muss man ja international immer antreten. Aber wenn man da ist, bekommt man 2 Wochen das Trainingscamp, 2 Wochen Hotelzimmer und eben einen bezahlten Fight mit anderen internationalen Gewinnern in unserem Team gegen Thailänder, so gegen Ende November. Ja, also da kann der Kassenpatient aber nicht mal. Und du, das klingt nach einem richtig guten Paket. Jetzt hast du eingangs aufs Wetter abgestellt. Du hast gesagt 20 Grad, ja. Warum das ganz wichtig ist, da kommen wir jetzt mal zu. Denn bevor wir auf die Ergebnisse der Newcomer Challenge kommen, gucken wir mal, was sich Peter Weiß dort in Rathenow gezimmert hat. Du kennst das ja so ein bisschen. Wir sehen gerade die Bilder von Little Samui. Ja, noch nie war man Thailand in Ostdeutschland so nah. Erzähl mal, was hat der Peter dort alles in die Wege geleitet? Du warst ja auch maßgeblich, glaube ich, am Bau mit beteiligt. Ja, also Anfang 2019 waren wir beide, werden ja morgens uns getroffen in Rathenow. Peter wollte auf jeden Fall eine größere Veranstaltung machen. Wir waren im Gespräch, vielleicht miteinander was zu machen. Und wir haben Kaffee getrunken da im Gym und sind rausgelaufen. Die Sonne hat gescheint über den Havel. Und Peter sagt, ja, da gibt es die eine oder andere Halle hier in der Ecke, aber nichts Berauschendes. Und wir standen gerade auf diesem leeren Platz direkt vorm Gym, direkt an der Havel da. Und ich habe hier mehr Spaß zu Peter gesagt, Mensch, du hast doch hier Platz. Bau doch einen Ring hier auf und lass uns da ein Open Air zusammen machen.
Und hat Peter gleich gekontert, ja, das habe ich schon mal gemacht und es war okay, aber nichts Besonderes. Wenn ich hier einen Ring aufbaue, dann was Bleibendes. Ich habe ein paar Kameraden, die mit Holz gut umgehen können, also Zimmermänner und so weiter, ein Schreiner. Dann baue ich mir einen Holzring dahin und mach was Großartiges, habe ich gesagt, du spinnst ja. Und schon beim Kaffee trinken war der Peter schon am Ablaufen, also ausmessen und Dinge hinlegen und da kommt der Ring hin und da kann man eine Tribüne machen und so weiter. Und 5 Minuten später war ich halt mal das und Maßstab geholt und wir waren beide dann voll im Rausch. Und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass jemand diese Ideen wirklich ernsthaft weiterverfolgt. Aber am Abend war Peter nur am Telefonieren und hatte mal den Kontakt aktiviert und der Schrein haben wir schon mal angerufen und dann kam mal am nächsten Morgen ein Zimmermann vorbei und ich habe dann eher spöttisch zu ihm gesagt, Peter, also du meinst das ernst? Und sagte, ja, wenn wir dann anfangen, da geht's los. Und ein paar Wochen später waren schon die ersten Zeichen da zu sehen, was sich da entwickelt. Und daraufhin hatten wir uns beide entschieden. Wir machen ja eben das TCC Goes East Event. Das war Songkran, also Anfang 14, 15, 16 oder 13, 14, 15 April 2019. Und da war das so halbwegs fertig. Und Peter hat dann seit dem Tag, trotz Corona, einfach weitergebaut und weiter die Idee entwickelt und dann die Palmen und den Sandstrand und die Kieselsteine und ein Tiny House gebaut und Tribünen. Also es hat ja eigentlich nicht aufgehört. Vor ein paar Wochen hat er das sogar dann mit diesem Schild, diesem Ortsschild Little Samui, dieses Eventgelände einen Namen gegeben und als Boxing Stadium wirklich ernsthaft für Events jetzt entwickelt. Ja, also halten wir noch mal fest, in Rathenow im Brandenburgischen ein Open-Air-Holzring, der da steht, wo dann auch Muay Thai ausgeführt wird, das Ganze genannt Little Samui und für mich als Laien mit bloßem Auge von Koh Samui ja gar nicht zu unterscheiden. Also das ist definitiv eine Reise wert und Respekt an Peter Weiß, der das Ding dann zusammen mit der Unterstützung von euch allen auf die Beine gestellt hat. So, und genau in diesem Holzring ging es dann aber zur Sache. Und jetzt erzähl noch mal, wer hat denn am Ende dieses begehrte Ticket nach Koh Samui zum Panche-Gym in den Händen gehalten? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, aber zwei Kämpfer haben gewonnen. Letztendlich war die Entscheidung im Finale so knapp, dass ich mich entschieden habe, da ein Statement zu machen und habe mich selber in den Ring gestellt und habe ein Mikro genommen und habe da eine kleine Aussage gemacht und am nächsten Morgen mit Panchit, mit Markus Muster auf Koh Samui telefoniert und habe gesagt, Markus, mal den einen oder anderen dazu, tut nicht weh, was hältst du davon? Wir würden beide Finalisten diesen Platz beim Fight Camp im November mal gewähren, also dass die zu zweit kommen können und beide für Deutschland ins Finale kommen können. Und somit hatten wir einen neuen Sieger, der eigentlich im Finale verloren hat, Nikola Sirdic aus Nürnberg. Der war am Ende des Finales als nicht als Sieger deklariert worden. Und als Sieger ist der Sebastian Gaas. Sebastian ist vom Heimatverein vom Fight Club Rathenow. Der ist dann als Sieger am Abend erkoren worden. Und auch beide hätten das bekommen können. Da gab es natürlich wie immer den ganzen Abend viel Diskussionen und alle Muay Thai-Fachleuten, auch Coaches, die da waren. Aber ich habe da das Thema Regeln und Schiedsgericht und Kampfrichter und Punktrichter komplett außen vor. Unabhängig von der Entscheidung haben wir uns, also ich als Supervisor für die internationale Serie und Markus Muster, uns entschieden, dass beide, also Nikola Sidic aus Nürnberg, Fight Gym Nürnberg und Sebastian Gass, der am Abend natürlich die Entscheidung für sich bekommen hat, dass die beide Sieger der Punch in Newcomer Challenge Germany 2021 sind. Ja, und da halten wir doch fest, Glück ist die einzige Sache, die sich vermehrt, wenn man es teilt. Also, dann freuen wir uns und Glückwunsch an diese beiden Kollegen, die dann sicherlich mit sehr, sehr viel Vorfreude nach Koh Samui reisen. Ist das jetzt eine jährliche Geschichte oder wird es da quasi noch zwischendrin was geben? Was ist mit der Punch It Newcomer Challenge da weiter geplant?
Also, ohne zu viel vorwegzunehmen, zu nehmen, das nächste Event ist in Kroatien am 22. Mai im historischen im Kolosseum, also heißt Arena in Pula. Das ist einer der vier noch stehenden Kolosseen auf dem Planeten, also in Pula. Dann haben wir in Prag was geplant, also als Teil der Harley Days, die tschechische Handschuh Newcomer Challenge, also das tschechische Newcomer Challenge Turnier. In Australien steht schon ein Termin, in Queensland, Australien, 22. August. Da wird es in Gewichtsklasse 63 bis 65 Kilo ein Vier-Mann-Turnier, Punch It Newcomer Challenge Australien. Und irgendwann Mitte, Ende September ist was geplant in Wels in Österreich. Also somit hätten wir 5 Events dieses Jahr. Und die Reglement gibt vor, wir haben gesagt, dass wenn ein Land zweimal ein Länderturnier ausgerichtet hat, werden wir mal Pause einlegen in dem Land und ein anderes Land kommt dann dran. Ich habe aktuell über 10 Länderanfragen von anderen Ländern auf diesem Globus, die gern so ein Event und so ein Turnier ausrichten würden. Also wie gesagt, das war jetzt das zweite Mal, wo Deutschland und auch in Rathenow noch dazu die Punch It Newcomer Challenge Germany ausgetragen worden ist. Also wir werden ein paar neue Länder in 22 auch noch dazu nehmen. Ich möchte jetzt noch nicht sagen, welche das sind, aber ich und Markus sind im Gespräch mit, wie gesagt, etliche neue Länder, damit diese Serie auch sich international weiterentwickelt. Aber sicherlich ist Deutschland in naher Zukunft wieder mal dran. Wunderbar. Ganz vielen lieben Dank, Bernhard, für diese Insights. Klingt nach einer spannenden Geschichte. Wir werden die Punch It Newcomer Challenge natürlich weiter begleiten, spätestens dann ja auch zum Finale oder auch wenn wir in Österreich sind, nochmal ein bisschen unsere Expertise hier mit dazu beitragen. In diesem Sinne, liebe Grüße nach Bamberg, und ich freue mich, bald mit dir wieder plauschen zu können. Schöne Grüße aus Franken und alles Gute ins Studio. Mach's gut, Lars. Dankeschön. Bis bald. Ciao. Ciao. Strike. Tja, wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören. Und damit sind wir an dieser Stelle auch schon wieder am Ende von der dieswöchigen Ausgabe von Strike, dem Zentralorgan für Stand-up-Fighting und Backenballett. Wir hatten einen bunten Strauß von verschiedenen Themen. Ihr kennt das. Wir hatten Meriem Uslu als Strikerin der Woche. Wir haben King of Kings Revue passieren lassen und haben da besonders mal auf Armin Riedel und Rim Kenso geschaut. Entertainment pur. Und mit Bernard Kaplan haben wir über die Punch It Newcomer Challenge gesprochen. Damit ist also der Striking-Kompass eingestellt für die kommende Woche. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich stilecht mit einem Memo an mich. Strike. Fight 24, Memo an dich. Ja, ich fange mal mit den sozialen Netzwerken an. Ach, hätte doch das Studio auf. Dann könnten wir das und hätte dies und bla bla bla. Nimm das doch nicht als Ausrede. Ja? Wer trainieren will, der macht das einfach. Der braucht keine Ausreden. Einen schönen Abend noch.